Welcome back, Ladies and Gentlemen. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video sprechen wir darüber, welches Haarstyling-Produkt zu dir passt. Wenn du da draußen gerade neu auf meinem YouTube-Channel bist, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du Teil meiner YouTube-Community wirst. Einfach auf Abonnieren klicken ist komplett for free. Instagram habe ich natürlich auch. Dort kommen von mir auch einige Outfit-Posts. Also wenn du dich für Outfit und Styling so ein bisschen interessierst, dann check mich gerne auch auf Instagram ab. So Leute, in diesem Video stelle ich euch die 5 verschiedenen Haarstyling-Produktarten vor, die es so gibt, damit ihr einfach mal so ein bisschen besseren Überblick bekommt. Aber bevor ich das mache, Leute, gibt es was ganz Besonderes für euch. Der ein oder andere hat es vielleicht schon mitbekommen in einem vorherigen Video. Es gibt ein Special für euch. Ich habe so viele Nachrichten von euch bekommen mit der Frage so, hey Daniel, welches Haarstyling-Produkt passt zu mir? Welches Haarstyling-Produkt kann ich verwenden? Aus dem Grund ein Special für euch und ich hoffe, ich kann euch da ein bisschen mit weiterhelfen und meiner Community einfach ein bisschen was zurückgeben. Ihr könnt mir eine E-Mail schicken an info@daniel-korte.com mit eurer Frisur und ich antworte darauf mit 3 passenden Haarstyling-Produkten, die für deine Frisur und für deinen Haartyp passen. Ist das geil oder ist das geil? Also, falls du ein bisschen unsicher bist, welches Haarstyling-Produkt zu dir passt, gar kein Problem. Schick mir eine E-Mail und du bekommst auf jeden Fall eine Antwort von mir. So Leute, ich stelle euch jetzt die 5 verschiedenen Haarstyling-Produktkategorien vor, denn ich weiß selber, wenn man zum Beispiel in einen Drogeriemarkt reingeht, dann hat man so viele verschiedene Haarstyling-Produktkategorien und man weiß gar nicht mehr so richtig, was zu einem passt. Man hat echt wirklich so eine Fülle von Haarstyling-Produkten. Das ist echt unglaublich. Und aus dem Grund möchte ich euch jetzt einfach mal so ein bisschen erklären, welche verschiedenen Produktkategorien es eigentlich gibt. Vielleicht bist du danach ja auch schon etwas schlauer und weißt so ein bisschen mehr, welches Produkt zu dir passt. Kommen wir als allererstes zu den Haargelen. Haargele sind wohl die meist bekanntesten Haarstyling-Produkte überhaupt auf der Welt. Sie sind A, sehr günstig. Man kann sie B, sehr gut einarbeiten in den Haaren, also sehr leicht anzuwenden. Und man kann sie auch sehr leicht auswaschen. Und nicht zu vergessen, sie haben auch einen sehr, sehr starken Halt. Wenn nicht sogar den stärksten Halt an Haarstyling-Produkten überhaupt. Also mit einem Haargel kannst du echt deine Haare richtig zubetonieren. Das ist kein Problem. Aber Haargele haben einen sehr, sehr großen Nachteil. Denn du kannst, nachdem du deine Frisur mit einem Haargel gemacht hast, gestylt hast und deine Frisur in Anführungsstrichen hart wird, das Haargel also eintrocknet, ja, dann kannst du anschließend leider deine Haare nicht mehr nachstylen. Und das ist für mich ein so großer Nachteil, dass ich keine Haargele mehr verwende. Aber wenn du es sehr einfach haben möchtest und du eine Kurzhaarfrisur hast und dir das mit dem Nachstylen egal ist, dann ist Haargel auf jeden Fall eine gute Option. Nächste Produktkategorie, das Haarwachs. Wie man es schon hören kann, Haarwachs besteht aus Wachs. Ja? Unter anderem kann in einem Haarwachs Bienenwachs drin sein, Kanaubawachs oder Paraffinwachs. Und es sind natürlich auch noch weitere Zusatzstoffe in dem Wachs enthalten. Die Zusatzstoffe machen nämlich das Haarwachs so ein bisschen cremiger und geschmeidiger, sodass du es besser in die Haare hineinbekommst. Also Haarwachs ist auf jeden Fall eine sehr gute Alternative zum Haargel, denn der Vorteil ist auch der Nachteil gleichzeitig wieder vom Haargel. Der Vorteil ist, dass du halt deine Haare jederzeit nachstylen kannst. Also wenn du über den Tag verteilt zum Beispiel das Gefühl hast, hey, shit, meine Frise lässt so langsam nach, kein Problem, du kannst ein bisschen Haarwachs nachnehmen und deine Haare nachstylen. Das ist mit einem Haarwachs gar kein Problem. Allerdings kannst du ein Haarwachs nicht so leicht wieder aus deine Haare herauswaschen, wie zum Beispiel ein Haargel. Das kannst du echt super einfach herauswaschen ohne Shampoo. Bei einem Haarwachs brauchst du auf jeden Fall Shampoo, damit du das Restlos wieder aus deinen Haaren herauskriegst. Wenn du zum Beispiel eine kurze bis mittellange Frisur hast, ist Haarwachs auf jeden Fall eine gute Alternative zum Haargel. Aufgepasst bei einem Haarwachs, wenn du zu viel drin hast, kann es sein, dass deine Haare etwas fettig aussehen. Also pass auf mit der Menge. Ansonsten ist Haarwachs wirklich eine sehr gute Alternative zum Haargel. By the way, ich packe auch verschiedene Produkte zu den Produktkategorien in die Infobox rein. Kannst du gerne mal auschecken. Nächste Produktkategorie, die Haarpomaden. Wenn du auf den gestriegelten Vintage-Look stehst, ja, dann sind Haarpomaden auf jeden Fall das Richtige für dich. Allerdings sind Haarpomaden in der Anwendung nicht ganz so einfach zu handhaben. Haarpomaden bekommst du am Ende des Tages auch sehr, sehr schwierig aus deinen Haaren heraus. Auch wenn du zum Beispiel dann mit Shampoo deine Haare wäschst, kann es unter Umständen sein, dass Haarpomaden nicht ganz vollständig aus deinen Haaren herausgehen. Aber wenn du natürlich diesen Vintage-gestriegelten Look haben möchtest, dann sind Haarpomaden auf jeden Fall das Richtige für dich. Du wirst auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Glanzeffekt bekommen. Haarpomaden bestanden früher übrigens aus etwas ekligen Bestandteilen, zum Beispiel Schweinefett. Aber heutzutage bestehen die meisten Haarpomaden einfach nur aus Wachs, Vaseline und verschiedenen Ölen. Also keine Angst haben, wenn du den gestriegelten Look haben willst, hast du kein Schweinefett mehr in den Haaren. Kommen wir jetzt zu den Haarpasten. Die Haarpasten sind sehr, sehr ähnlich zu den Haarwachsen.
Die Haarpasten können aber unter Umständen etwas härter sein als so ein Haarwachs. Also wenn du zum Beispiel eine sehr harte Haarpaste in der Hand hast, dann kann es unter Umständen sein, dass du die Haarpaste erstmal so ein bisschen in deinen Händen anwärmen musst, bevor du es in die Haare verteilst, weil es echt sehr, sehr hart sein kann. Aber mit den Haarpasten kannst du einfach in den Haaren etwas flexibler agieren. Und die Haarpasten sind auch nicht ganz so fettig wie so ein Haarwachs. Von den Haarpasten gibt es auch ganz, ganz viele verschiedene Kombinationen von Halt und Glanz. Und mit den Haarpasten kannst du echt flexibel so ein bisschen agieren in deinen Haaren. Du kannst zum Beispiel etwas weniger Haarpaste nehmen und dir eine Frise machen, wo du gar nicht siehst, dass du Produkt in den Haaren hast. Du kannst aber auch sehr viel Haarpaste in deine Haare reinmachen und dann bekommst du so einen texturierenden Look. Also da kannst du echt flexibel agieren. Kommen wir jetzt zur letzten Produktkategorie, zum Haarclay. Also ihr hättet mich vor 2 Jahren auffragen können, Daniel, was ist ein Haarclay? Ich hatte keine Ahnung, aber jetzt weiß ich umso mehr Bescheid. Clay kommt aus dem Englischen und bedeutet auf Deutsch Lehm oder Tonerde. Ein Haarclay ähnelt eher so den Haarpasten, ist aber von der Materie her ein bisschen dicker und gibt dir halt echt sehr guten Halt in deinen Haaren und am Ende des Tages bekommst du immer ein gutes, mattes Finish raus. Und egal wie viel Haarclay du dir in deine Haare einarbeitest und reinballerst, am Ende des Tages verspreche ich dir, wirst du immer ein schönes, mattes Finish bekommen. Und by the way, die Haarclays sind die stärksten nicht wasserlöslichen Produkte, die du überhaupt bekommen kannst. Mit einem Haarclay bekommst du auch immer eine gute Frisur hin, die A, gutes Volumen hat und B, einen guten Halt. Wenn du da draußen zum Beispiel auch so dicke und widerspenstige Haare hast wie ich und immer Probleme mit Halt und Volumen hast, dann probier auf jeden Fall einen Haarclay aus. So Leute, das waren die verschiedenen Produktkategorien, die es gibt von Poststylern. Also Poststyler sind die Produkte, die du dir nach dem Waschen und Föhnen in deine Haare reinmachst. Es gibt natürlich auch noch ganz viele verschiedene Pre-Styler, wie zum Beispiel Haarschaum oder ein Sea Salt Spray oder was auch immer. Aber da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Ich wollte euch einfach jetzt mal so einen Überblick geben an Produktkategorien, damit man da so ein bisschen besser klarkommt in dem Dschungel von verschiedenen Haarstyling-Produkten. Vielleicht weißt du jetzt auch schon ein bisschen mehr, was zu dir passt, also welches Haarstyling-Produkt zu dir passt. Falls nicht, ja, mein Angebot besteht nach wie vor. Schick mir eine E-Mail an info@daniel-korte.com mit deiner Frisur. Und dann antworte ich dir mit 3 passenden Haarstyling-Produkten, die zu dir und deinem Haartyp passen. Also falls du dir unsicher bist bei der Wahl eines Haarstyling-Produktes, gar kein Problem, schick mir eine E-Mail. So Leute, das war's für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mich ein wenig supporten würdet. Hinterlasst mir auch gerne einen Kommentar. Macht's gut, bis dahin, ciao.